Oh, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Elsop mit dem Ain. Jo, hier ist einfach random ein Typ Level 44 aufgetaucht, der nicht lassen kann, gegen mich zu kämpfen. Das ist jetzt der dritte Kampf. Zweimal gewonnen. Mal gucken, ob ich jetzt ein drittes Mal draus gehe. Danach mache ich damit dann weiter. Aber mal um zu gucken. So. Ah. So. Okay. Was hat denn? So. Machen wir einmal den. Ah, der ist hier. Ah, danach wird man nicht hochgeschleudert. Das ist ja mal interessant zu wissen. So. Richtig interessant zu wissen. Da kann ich nämlich auch den hier machen. Der Skill ist geil. Access denied. KO-Schutz. Der Skill ist OP. Der gefällt mir. Jo. Das war auch mal schön gewesen. So im Let's Play. So ein spontanen PvP-Kampf. So. Jetzt level ich aber weiter. So, ich habe die Webcam auch gefixt. Ich habe gesehen, die war was dunkel und die war nicht mehr so richtig flüssig. Naja. Hui. Ui! Ein Gesundheit an alle, die mitgenießt haben. Danke für euer Mitgefühl. Holla, die Waldfee. Das ging aber gerade ab. Naja. Ach, das kann man aufladen. Okay. Jetzt weiß ich, warum der Skill eigentlich stärker ist. Man kann den aufladen. Die zwei Hiebe danach, die machen den Schaden. Man kann ja nicht. So. Das war Nummer 1. Und man braucht dann noch 50 MP extra. Und dann macht man auch verdammt viel extra Schaden. Gut zu wissen. Also ist das ein Skill, der kostet insgesamt 200. Man sollte den also mit 200 machen. Oder mit 175, damit man wenigstens ein bisschen Schaden rauskriegt. Weil nur der Hieb allein. Ich zeig dir mal gleich am Miniboss mit zwei Aufladungen. Joa. Das war schon mehr Schaden, ne? So, und der hier, der stunt auch. Wenn der trifft. Glaube ich. Oder zu 50%. Das ist richtig cool. Also ich habe schon mit der D-Attacke einen Aktiv-Skill, den ich wahrscheinlich immer behalten werde, weil K.O.-Schutz. Und 50% Wahrscheinlichkeit auch für Täuben. Also, warten wir mal mehr. Ein Aktiv-Skill, mit dem man K.O.-Schutz hat oder eventuell auch noch betäuben kann.
So. Ja, kann man mal machen. So, schaffen wir Level 30. Vucella in Dollare. Hat wieder was Neues bekommen. Ganz knapp an der 39 vorbei, aber nur ganz knapp. Egal. Passiert, wa? Dafür kriegen wir das jetzt. An der 39, an der 30. Neue Skills. Ach, krass. So, was haben wir denn jetzt hierfür bekommen? Die Angriffskraft steigt, Cooldown, bla bla bla. Gallius. Dauer. Ressourcen. Dauer. Ressourcen. Dauer. Ressourcen. Ah! Ja, 12 Sekunden. Macht dem PvP vor allem viel aus, glaube ich. So, was haben wir denn hier? Vincire Sanctus. Du wirfst einen Dolch, der mit göttlichen Ketten umwickelt ist. Leidet heilige Fesseln. Wenn du Standard-HP. Wenn du Standard-HP. Wird entfernt, wenn die HP auf 0 sinken oder die Dauer beendet ist. Heilige Fesseln. Abwehr aller Ziele, minus 30% bei Verlassen. Zwangsumkehr und Umkehrschock. Bei Zwangsumkehr wird die Dauer jedes Mal um 3 Sekunden reduziert. Okay. Umkehrschock macht Schaden. Das hört sich nach einem mega geilen Skill an. Tertius Insadia. Das Füße gehen an einen fächerförmigen Bereich vor der Schock zu und wirfst dann ein Kurzschwert. Durchbohrt alle Ziele, bluten. Plus 10% Schaden pro Stapel. Es ist nicht so der Burner. Na, baue ich noch nicht. Nochmal besser am Seenacht. So. Können wir ja mal direkt gucken. Nett. Ja, 12 Sekunden sind es dann. Ich meine, 12 Sekunden lang Chancen auf Doppelattacke, erhöhte Reichweite, Abwehr durchbohren. Vor allem das Abwehr durchbohren im PvP. Leute. Abwehr durchbohren im PvP ist so unglaublich stark. Man sieht ja schon an den Leuten, die jetzt mit dem geupdateten Winz spielen. Das macht so unglaublich viel aus, wenn man die Abwehr durchbohrt. Ja, und auf 5 Level, dann könnten wir theoretisch einen zweiten Klassenwechsel machen. Ja, happy birthday to me. So. Ja. Also wir metzeln hier durch, wie durch Buddha. Die Vertrautheit steigt, ja. Das ist, glaube ich, auch so ein Pet, welches eine halbe Ewigkeit braucht. Aber okay. Damit kann man arbeiten. Anders als bei anderen Pets. Es gibt ein paar Pets, da... Eigentlich sind alle Pets eine Hilfe, sobald sie die Aufhebaura haben. Das kann ich schon mal sagen. Und da wird mir, glaube ich, auch jeder zustimmen können. Problematisch wird es, wenn das dann auch alles ist, was das Pet kann. Weil es dann noch nicht mal heilen kann oder angreifen kann. Angreifen kann der Pet ja schon häufig, aber man muss es ja richtig trainiert haben. Wenn man es falsch trainiert hat, dann greift er nicht an. Oder man trainiert es so, dass es einen ständig heilt. Eins von beiden, aber... Ja, das Dilemma. So. Wenn die Gegner im PvP so schnell down wären, dann wäre ich ein glücklicher Mensch. Problem ist, wenn die so schnell down wären, dann wäre ich wahrscheinlich auch so schnell weg. Dann wäre ich kein glücklicher Mensch mehr. Level up! Der Effekt des Skills Mehrfachprojektion wurde verbessert. Ah. Hat jetzt 50 mehr MP. Drachennest! Alles Klärchen!
Dann machen wir das. So. Jo. Dann werde ich nach dieser Folge mit dem Kochen anfangen. Ich versuche heute mal ein bisschen anders zu kochen. Ein bisschen mehr bedachter. Das hatte ich jetzt auch im Klinikaufenthalt. Und bei mir sind ein paar Blutwerte auch nicht in Ordnung, aber wenn ich ein bisschen aufpasse, was ich wie esse, sollte das gehen. Und eine Sache, woran ich denken soll, ist abends nichts zu essen, was Zucker oder Stärke oder so hat. Das heißt, keine Kartoffeln, keine Spaghetti, kein Brot, also Abendbrot auch nicht. Dafür, was zum Beispiel in Ordnung ist, ist, was ich heute mache, nämlich ein Curry mit Blumenkohl. Blumenkohl ist dann sozusagen der Spaghetti-Ersatz bei mir dann. Oder Reisersatz, weil Blumenkohl macht auch satt. Hat aber fast keine Kohlenhydrate, schmeckt aber saumäßig geil. Und dann werde ich das morgen das erste Mal, wirklich das erste Mal, super Vollkornbrot essen. Mehrkorn-Vollkornbrot. Ja, nicht nur Vollkornbrot, sondern es ist ein Mehrkorn-Vollkornbrot. Das heißt, danach bin ich Greenpeace in Person, ey. Ja, mal gucken, wie das dann wird. Um mittags darf ich dann eigentlich so essen, wie ich es gewohnt bin. Ne? Darf ruhig Spaghetti haben oder so, oder Kartoffeln. Nur halt nicht zu viel. Aber dafür kann ich dann abends nochmal Fleisch haben und Gemüse. Ach, es ist machbar. Man muss sich nur selbst beherrschen können, das ist das Problem. Aber solange ich das wenigstens die Hälfte der Woche mache, ändert sich schon mal sehr viel. So, Dungeon verlassen. Gut. Oh, Katzenöhrchen. Jeder will die Katzenöhrchen. Der will nochmal kämpfen. Ja, okay. Ja, okay, komm. Der wird sich wundern. Haben jetzt schon ein paar andere Skills. Ein paar Level höher. Der ist auch ein Level höher. So. Man kann ihn bestimmt danach auffangen. Ich muss ihn nur noch lernen. Ja, denkst du, wa? Ui. Was war das denn für ein Skill? Den will ich auch haben. Das sah nach einem Aktivskill aus. Ja. Hm.
Stimmt, den kann ich auch noch machen. So, wieder gewonnen. Ja. Würde ich sagen, machen wir hier auch... Nee, machen wir nicht Folgenende. Machen wir nochmal Drachennest. Drachennest machen wir fertig. Ich habe ja gesagt, wenn wir das schon machen, dann machen wir die Questreihe des Dungeons auch durch. Machen wir auch Drachennest noch fertig. Danach ist die Folge vorbei. So. So. Ja, aber die Dungeons gehen ja ganz schnell. Ich benutze ja jetzt auch ein paar Orbs. Wer die Folge gesehen hat mit dem Erhitzen, weiß, warum ich die benutze. Da habe ich nämlich mehr als genug von. Ja. Das lief echt nicht optimal. Das war, glaube ich, bis jetzt das schlechteste Ergebnis beim Erhitzen, was ich jemals hatte. Was ich bekommen habe, war Set Schuhe, aber der Rest fehlt mir halt noch. Und da verkaufe ich halt jetzt die Rose-Sachen, kann ich gerne nochmal erwähnen. Und die Ed-Sachen, weil ich dann das Set gerne für meinen Aim hätte. Dann halt nämlich ein Erhitzer-Set für meinen Aim und mit Aim wollte ich ja jetzt nochmal richtig durchstarten und hinterher dann auch noch PvP-Folgen machen, wenn wir die Geschichte durch haben. Also, da wird noch einiges auf uns zukommen, Freunde. Die Geschichte ist noch lange nicht vorbei. Ich soll mein Bett gleich auch mal füttern. Das macht richtig viel aus, ey. Boah. Den muss ich mal im PvP aktivieren, wenn ich den in der Combo hab. Dann... Flutsch! Flutsch! Dann läuft alles. Dann mach ich einfach den hier. Dann mach ich das mit dem Gegner. Level 33 noch geschafft. Level 33. Fast 34, gehe ich mal von aus. Jo. Da bricht Mana Break des Gegners. Will ich nicht haben, dann nehme ich die Angriffskraft, weil Cooldown steigt um 200% und das will ich nicht haben. Nee. Ressourcenverbrauch. Ja, das ist cool. Das ist normal. Keine Ahnung. Was ist denn der? Secundus Falk. Du pulsierst deine Klinge und schlägst damit nach unten. Okay. Wir kriegen noch einiges. Es wird aber noch einiges. Ganz schnell noch die Post schauen, ne? Elios Torwürfel. Ich kann noch einmal würfeln. So. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao!